Diese beiden haben ein hehres Ziel. In nur 90 Tagen wollen die Engländer Donald Cohn und Fraser Byrne angeblich Millionäre werden mit fragwürdigen Geschäftsideen. Erstens, Eiscreme verkauft mit Eis aus Muttermilch. Ich finde, es schmeckt nur ein wenig nach Eiern. Zweitens wollen sie einem lausigen Sänger zu einem Nummer-1-Hit verhelfen. Alles Geld, was wir besaßen, haben wir in den Chicken Man investiert, damit der Nummer 1 wird. Vielleicht können wir ja mit ihm 1 Million Pfund machen. Drittens versuchen sich die beiden Briten im Verkaufen von Sexspielzeug. Und vielleicht wollen sie auch statt reich in Wirklichkeit nur bekannt werden. Wie hat sich das Sexspielzeug verkauft? Ehrlich gesagt, nicht so gut. Unsere Box ist noch voll. Eine befreundete junge Mutter brachte Schauspieler Donald Conan auf die Idee, aus Muttermilch Eis herzustellen. Er überredete sie, einen Teil ihrer Muttermilch für ihn abzupumpen. Es sieht etwas gelblich aus. Willst du es probieren? Ja, okay, ich probier's. Es ist sehr süß. Aber nicht völlig anders als Kuhmilch. Aus der schließlich ergatterten kleinen Menge Muttermilch wird unter Zuhilfenahme eines Rezeptbuches, dem Einsatz mehrerer roher Eier und einer Vanilleschote, schließlich die Grundsubstanz für das Muttermilch-Eis. Sieht wie schaumig aus. Auf jeden Fall sieht das selbstbereitete Eis nicht wirklich lecker aus. Trotzdem, nach ein paar Stunden im Gefrierfach soll der Verkauf losgehen. Schauspieler Donald und Regisseur Fraser, beide Ende 20, filmen ihre verrückten Aktionen und stellen ihre Filme ins Internet. Reich in 90 Tagen formulieren sie das Ziel. Dass sie mit dem Verkauf von Muttermilcheis tatsächlich 1 Million machen, ist unwahrscheinlich, aber Publicity bekommen sie noch nicht immer die allerbeste. Wir verkaufen eine ganz neue Eiscreme, Muttermilch-Eis. Wollt ihr mal probieren? Das ist von meiner Freundin Pini. Ist sie hier? Nein, sie kümmert sich um das Baby. Ich finde, das Eis schmeckt ein wenig nach Eiern. Kaum zu glauben, Donald findet Neugierige, die sein Eis wirklich versuchen. Doch die Million bleibt weit entfernt. Hier, ich gebe dir 5 Pence. 5 Pence für eine Kugel Eis. Und die Begeisterung der Kunden hält sich auch in Grenzen. Hallo, was ist das? Das ist Muttermilch-Eiscreme. Du bist ja ein verrückter Hund, mein Gott. Ist das gut? Also ganz ehrlich, ich krieg den Gedanken an die Muttermilch einfach nicht aus meinem Kopf. Gewinn des Tages, keine 2 Euro. Echte Fans von Muttermilch-Eis haben sich nicht gefunden. Auch die anderen Geschäftsideen, zum Beispiel der Verkauf von Sexspielzeug, erwiesen sich nicht als bahnbrechend. Wir haben keinen Gewinn gemacht. Eine letzte Hoffnung bewahren sie sich. Ihr Sänger, der sogenannte Chicken Man, soll die Sache rausreißen. Wir haben unser letztes Geld auf den Nummer 1-Hit von Chicken Man gewettet. Wir glauben an ihn. 3 Monate lang haben die 2 verrückten Freunde versucht, reich zu werden, ohne einem seriösen Job nachzugehen. Ihr Konto stand am Ende immerhin etwa 4.500 Euro aus verschiedenen Sammelaktionen. Außerdem auf der Habenseite viele lustige Internetvideos.